gesagt, du willst eine Cover-Story. Das ist deine Chance. Heather Brooks. Die Tochter von New Yorks Immobilienmogul Henry Brooks? 1, 2, 3, hi! Und ich gebe dir die Brooks-Hochzeit als erste Cover-Story. Wo geht es hin? Everlasting. Weingut. Ich komme aus Everlasting, Oregon. Von allen Weingütern auf der Welt lande ich bei diesem einen. Was für ein Zufall. Sam. Das ist mein traumhafter Bräutigam. Liam. Entschuldigung, kennt ihr zwei uns? Ich habe ihn mal gedatet. Ich glaube, ich muss hier weg. Nein, liefer mir die Story. Lass los. Schreib die beste Cover-Story, die das Wedding Bell je gesehen hat. Es gibt einen Notfall. Mit dem Kleid. Ich muss sofort ein Flugzeug nehmen. Sofort. Jetzt, wo ich gerade die Braut verloren habe, wäre es super, wenn ich ein Interview mit dem Bräutigam bekommen könnte. Meine Familie hat dieses Land über 40 Jahre bewirtschaftet. Das Meeresklima trägt alles dazu bei, den perfekten Pinot zu machen. Genau. Kann ich jetzt übernehmen? Dann mal los. So, hier wären wir im Weinkeller. Sollte deine Magazinkarriere nichts werden, dann kann deine Karriere hier fruchten. Siehst du, was ich meine? Bist du fertig? Das war's. Du hast dich nicht verändert. Was meinst du? Du hast dir immer die Erdbeeren bis zum Schluss aufgehoben. Ich habe Heather versprochen, dass ich Tanzstunden nehme. Kannst du mir vielleicht Grundschritte beibringen? Ist das gut so? Ja, das ist gut so. Ich verstehe einfach nicht, was bei euch passiert ist. Du weißt, dass er dich liebt, oder? Du musst Liam stoppen, bevor er den größten Fehler seines Lebens macht. Ich habe noch sehr lange an dich gedacht. Ich weiß bis heute nicht, was zwischen uns passiert ist. Verrückt, darüber nachzudenken, wie anders unser Leben wohl verlaufen wäre.